und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Heute zu einem Mittwochs-Update. Und zwar ist heute ja das Regenbogen-Festival rausgekommen. Und es ist etwas mit den Farben los. Und es gibt ein neues Regenbogen-Set. So, ich würde sagen, wir fangen aber mit der Quest in Moorland an. Ein Frosch in Not. Es ist neu, wenn ich mich recht entsinne. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Die Musik ist ja geil. So, hallo. Oh, du bist aber klein. Der Frosch sieht dich mit großen, runden Augen an. Er scheint sich verirrt zu haben und ist ganz alleine. Hey, den kleinen Kerl kenne ich doch. Das ist Pico. Falco? Pico? Bin in den Pico. Bitte bring mich zurück zu Mikas Heißluftballon bei Dolls Abbey. Na, aber sicher doch. Wo bist du denn jetzt? Habe ich dich jetzt einfach in meinem Rucksack? Nö. Ja, wo habe ich den denn jetzt hingepackt? Meine Satteltasche sitzt da auch nicht. Na, okay, gut. Dann packe ich gleich mal meinen Kürbis aus. Das ist eigentlich meine Lieblingshaustiere. Ja, ich sitze gerade noch auf Autumn Hollow, weil ich sie da im Moment level. Und es gibt ja auch Rennen beim Festival, deswegen ja, habe ich jetzt nicht auf ein 15er Pferd gewechselt. Das hätte sich jetzt nicht gelohnt. Ist aber schön gemacht. Das ist echt süß. Ich muss sagen, ich liebe diese Festival-Sachen in Star Stable. Es wurde auch so viel rausgenommen. Das ist schon ein bisschen insane. So. Ja. Pico, da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. Ich wollte eigentlich gerade los, aber ich kann doch unmöglich ohne meinen Pico aufbrechen. Danke, dass du ihn mir zurückgebracht hast, Silde. Na, aber kein Problem. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass es noch andere Welten gibt, als die, die du kennst? Neue Welten, die es zu entdecken gilt, warten hinter dem Horizont. Es ist wahr. Entschuldige, dass ich so aufgeregt bin. Warst du schon einmal mit mir im Wolkenreich? Ja, das war ich. Gehen wir jetzt schon los? Ja, will ich. Oh. Es ist halt wirklich alles grau. Nein. Willkommen im Zenit-Basislager. Schön, dass du da bist. Und du hast dein Pferd mitgebracht, das ist gut. Es gibt geheimnisvolle Kräfte, die hier in den Wolken agieren und der beste Platz, sie zu erleben, ist auf dem Pferderücken. Und wir können aus unseren Expeditionen sogar ein Rennen machen. Viel Spaß in den Wolken, tapfere Forscherin. Und pass auf, wo du hintrittst, es geht ganz weit nach unten. Du bist sicher genauso geschockt, wie ich es war, als ich entdeckt habe, dass das Wolkenreich seine Farbe verloren hat. Ja. Das sieht richtig trostlos aus jetzt. Vor ein paar Tagen war es noch so bunt und fröhlich wie immer und dann, bam, sah es plötzlich so trostlos und unheimlich aus. Wir müssen doch irgendwas tun können, um die Farbe zurückzubringen. Ich meine, wir können nicht einfach ein paar Eimer Farbe kaufen, aber wir sollten versuchen, das in Ordnung zu bringen. Findest du nicht auch? Das Schicksal des Wolkenreichs liegt in unseren Händen. Ich habe eine Idee. Ich habe da so ein seltsames Ding gefunden, das vielleicht zu etwas gut ist. Okay, was denn? Ich führte gerade eine Inventur meiner Erkundungsausrüstung durch, als ich auf das hier stieß. Ich hatte so etwas vorher noch nie gesehen, aber irgendwie erinnert es mich an einen Kristall oder ein Prisma. Es könnte doch eine Verbindung geben zwischen diesem Ding und den seltsamen Vorkommnissen im Wolkenbereich. Hast du eine Idee, wie uns das helfen könnte, die Farbe wiederherzustellen? Willst du es dir mal genauer ansehen? Ja, bitte, das wäre nett. Ah ja. Es sieht magisch aus. Soll ich es aufheben? Ja, ich weiß ja nicht. Boah, was passiert hier? Okay, ein bisschen Farbe ist zurück. Das ist gelb ist zurück. Das ist doch schon mal was. Wie hast du das gemacht? Die Farbe gelb ist zurück. Ich fasse es nicht. Du hast es geschafft, eine Farbe zurückzubringen. Ich weiß nicht genau, wie das zustande gekommen ist, aber das finden wir schon noch raus. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Einstieg gefunden. Dieses Objekt hat zumindest schon einmal eine der Farben zurückgebracht.
Lass uns die Farben Regenbogenfragmente nennen. Ein Regenbogen hat 7 Farben. Uns müssten also noch 6 Farben fehlen. Am besten du suchst nach ihnen. Du findest sie ganz bestimmt, während du unterwegs bist, um dich mit den Aktivitäten hier im Wolkenbereich zu vergnügen. Vielleicht sind auch ein paar auf Jorvik gelandet, dort solltest du auch nachsehen. Ich muss hier bleiben, aber ich kenne das Gebiet richtig gut, also werde ich mir ein paar Ideen einfallen lassen, wo die Farben sein könnten. Du kannst ja später bei mir vorbeischauen, dann sage ich dir, was mir eingefallen ist. Und gib mir Bescheid, wenn du noch mehr Regenbogenfragmente gefunden hast, dann können wir noch mehr Farben zurückholen. Du kannst sie mir alle einzeln bringen oder nach und nach, wie es dir lieber ist. Okay. Viel Erfolg, das Wolkenreich zählt auf dich. Oh. Uiuiui, da geht's aber los, du. Ja. Irgendetwas Schräges geht auf Jorvik vor. Es schneit mitten im Sommer. Die Leute erzählen, sie hätten unheimliche Musik gehört und es würde sie ständig frösteln. Okay. Hi, du kommst gerade richtig. Ich habe gerade mein letztes Reisetagebuch beendet. Schon seit ich Onkel Nicks Reisetagebücher zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir vorgestellt, meine eigenen Abenteuer auf Jorvik aufzuschreiben und anderen zugänglich zu machen. Jetzt, wo ich die Insel allein erkunde, habe ich begonnen, all die interessanten Dinge in Tagebüchern festzuhalten, die mir begegnen. Würdest du meine Texte wohl einmal ansehen und mir sagen, wie du sie findest? Danke. Okay, wo sind die denn? Okay, gucken wir gleich. Eine Quest hatten wir doch noch, richtig? Achso. Ich hoffe, sie eines Tages zu veröffentlichen, sodass auch Leute außerhalb der AAE sie lesen können und sich inspiriert fühlen, selbst auf Abenteuerreise zu gehen. Hallo, ich habe anscheinend einen Teil meiner Ausrüstung verloren, während ich unterwegs war, um etwas über die fehlenden Farben herauszufinden. Wärst du so nett, mir beim Suchen zu helfen? Aber sicher. Vielen, vielen Dank. Hoffentlich findest du dabei auch ein paar Regenbogenfragmente. Na, das wäre natürlich praktisch, ne? So. Shops schauen wir uns später an, weil ich glaube, das bringt uns ja jetzt eh nichts. Oh, ist es auch... Lange habe ich auf einen würdigen Herausforderer gewartet. Ich werde deinem Ross ein Präsent gewähren, jedoch nur, wenn du meine Herausforderung abschließt. Ich werde 40 goldene Hufeisen unserem majestätischen Königreich verteilen. Du erhältst heute nur eine einzige Chance, sie zu finden und einzusammeln. Sollte es dir nicht gelingen, kannst du es morgen erneut wagen. Bist du bereit? Ich denke... Let's go! Okay, das ist doch das Rennen von letztem Jahr nur ein bisschen anders, I guess. Aber ich denke, das werden wir schon schaffen. Dafür gibt es dann wahrscheinlich wieder Pferde-XP. Huch, huch! Ja, okay. Jetzt vielleicht... Oh, da ist noch ein Rennen. Okay, okay, okay. Aber erstmal hier lang. Nachdem ich von oben runtergefallen bin. Ja, aber gut, aber ein Zeitlimit haben wir nicht, heißt... Es ist kein Problem. Das müssten wir easy hinbekommen. Was ist das hier? Ausrüstung? Achso, okay, ihr Fernrohr. Ja, gut. Dann haben wir das auch gleich. Hallo, Pferd, könntest du bitte... Dankeschön. Ich muss aber sagen, das hier sieht gar nicht so schlecht aus. Nur in diesem Dunkel mit diesem Gelb drauf. Finde ich schon schick. Würde ich kaufen. Ey, heute geht's wieder los. Könnten Sie jetzt bitte mal gerade ausreiten, Mr. Pferd? Dankeschön. So. 24 von 40. Ja, das ist locker easy. Schaffen wir das. Ich gehe erstmal rechts rum. Will ich da rüber? Nicht. Nee, nee. Jetzt gehen wir erst... Oh, da ist noch was. Stopp. Die Schaufel, okay. Wir holen jetzt die Hufeisen hier noch. Und dann reiten wir zurück. Hä? Ein Regenbogenfragment? Oh. Ich habe ein Regenbogenfragment für Mika. Oh, das ist ja nice. Sehr schön. Ich habe zwar nichts gemacht. Hä, wo ist mein Rennen hin? Wo ist mein Rennen hin? Hallo? Wobei bin ich mal angezeigt? Ist das ein Bug? Wie komme ich denn an die Hufeisen? Hallo? Oh mein Gott! Stopp! Oh, da ist noch was. Hallo? Lassen Sie mich nicht unterstützen! Oh, ich sehe schon, das wird chaotisch heute. So. So, kann ich jetzt bitte an dieses Huf... Wer macht denn so ein blödes Hufeisen dahin, Mann? Ah, okay, jetzt ist es wieder da. Okay, es verschwindet einfach. Ich dachte jetzt irgendwie mein Hufeisen da weg. Mein Hufeisen. Ich könnte es heute nicht nochmal machen. So. Wie komme ich hier hoch?
Junge, diese Wolken, Mann. So. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Ja, ich geh jetzt einfach mal hier lang. Ah, sehr schön. Oh, stopp, hier ist noch was. Was ist das? Eine Lampe? Ah ja. Was ist das hier? Keine Regenwolken. Okay. So, jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Oh, Junge. Oh, mein Kürbis ertrinkt. Oh, stopp, da hinten ist noch was. Ich sehe es. Nice. Ihre Bücher haben wir jetzt auch. Und uns fehlen noch 4 Hufeisen. Wenn ich das richtig sehe. Wo habe ich die denn vergessen? War die vielleicht... Ach, ich weiß wo. Hinten auf dem Berg, wo ich heruntergefallen bin. Wo ich dann nicht mehr weiter geritten bin, stimmt. Gut. Dann geht's nochmal zurück, bitte. Ah, ich sehe sie schon. Und hier unten ist auch noch was. Ein Fernrohr. Ein Stativ, ja, gut. Ja, wie komme ich... Ja, habt ihr euch wieder super überlegt? Star Stable? Na, gut, okay. Ich bin wieder oben. Das ist doch schon mal was. So, jetzt bitte da hoch, ohne abzustürzen. Das wäre sehr nett. Hier geht's hoch. Gut. Aus dem Weg, Sonja. Jetzt komme ich. Und jetzt bitte stopp. Ich will nicht weiter reiten. Dankeschön. Hallo. Ah, ja. So, und die letzten zwei müssen ja da oben noch sein. Genau. Dann sind wir fertig. Dann machen wir das Rennen dann noch. So, jetzt bitte mal wieder ohne runterfallen. Das wäre nett, danke. Huch, huch, huch. Okay. So, 39, 40. Ja, 250. Not bad. Ich würde aber gerne die Sache hier noch haben wollen. Hallo? Ach, Star Stable, warum macht ihr sowas immer? Ach, nee. Star Stable ist ja gar nicht verpackt oder so. Machen sie es an Orte, wo du halt so einfach nicht hinkommst. Okay. So, komme ich von hier oben dahin. Ja, schön. So, ich gebe jetzt erstmal die Sachen ab, bevor mein Game sich wieder einfach schließt, weil ich angeblich cheate. Wer nichts Neues. So. Du hast ein Regenbogenfragment gefunden. Welche Farbe? Grün. Hallo, hast du etwas von meinen Sachen finden können? Was? Du hast es geschafft, alles zu finden? Du bist echt der Wahnsinn. Ich habe aber auch nicht untätig rumgesessen, während du unterwegs warst. Ich habe das hier gefunden. Ja, was denn? Achso. Ein Regenbogenfragment hat sie gefunden. Du hast ein Regenbogenfragment gefunden. Nee, eigentlich hast du das ja gefunden. Orange, nee, braun. Orange, nee, braun. Braun. Ah, das war's schon. Okay. Was gibt's hier? Ligas Tagebuch. Achso, ja, das will ich jetzt aber nicht lesen. War jetzt keine Lust. So. Dann gab es hier links noch das Rennen und dann gehen wir mal zurück nach Jorvik.
und gucken mal, ob wir noch Regenbogenfragmente finden. Sag mir, bist du über einen Regenbogen geritten, junges Ding? Ich würde annehmen, das ist eine recht berauschende Erfahrung. Wie dem auch sei, jemand hat goldene Hufeisen auf der Regenbogenrennstrecke zurückgelassen und wir haben Reiter losgeschickt, um sie aufzusammeln. Aber am nächsten Tag lagen sie wieder da. Wenn du dich also traust, am großartigen Regenbogenrennen teilzunehmen, halte doch bitte auch Auge nach diesen Hufeisen offen. Okay. Dann los. Hä? Achso, man muss drauf drücken. Okay. ja. Und los. Ja gut, das Rennen ist ja nichts Neues. Das gab's ja. Früher schon. Oh, gleich mal reingeschissen. Okay, jetzt. Jetzt werden wir kein Hufeisen mehr verfehlen. Und weiter geht's. Oh, nicht in die Dinger einreiten, bitte. Dankeschön. Und noch ein Boost. Nein! Oh Mann. Wie war das mit verpasst keine Hufeisen mehr? Oh, hier muss ich langsam weiter stoppen. Ey, da ist noch ein Spieler. Lassen Sie bitte meine Hufeisen liegen, das sind meine. Ey, das kannst du mir doch nicht erzählen. Hier haben wir so ein Spiel rausgetappt, Mann. Tja, jetzt da. Habe ich das nicht genommen? Na gut. Muss ich jetzt ein bisschen konzentrieren? Weil anscheinend ist meine Crew ja nicht hoch genug, um diese scheiß Hufeisen zu sammeln. Oh, ey, also. Ey. Das kannst du mir doch nicht erzählen, was hier passiert. Alles Katjas Schuld. Hallo, können Sie bitte so durch? Ja, hallo. Das ist anstrengend. Das kann ich einfach anstrengend. Jetzt müssen wir aber hoch. Die unteren Hufeisen haben wir ja schon. Ach, keiner. Die ist gerade auch runtergefallen. Oh, schön durchgedriftet hier. Ach man. Nein. Oh, Gott sei Dank. Das bitte links halten. Und den Daumen. Fünf Hufeisen noch. Boah, alle 70 geschafft. Jetzt ins Ziel bitte. Gott sei Dank ist das vorbei. Das war ja peinlich. Oh mein Gott. Oh, ein Regenbogenfragment. Ich habe jetzt 3,5 Minuten daran verschwendet, ey. Das kannst du aber schon wieder keinem erzählen. Oh, du bist es. Erscheinst hier aus heiterem Himmel. Du hast das Rennen also abgeschlossen? Hast du alle Hufeisen aufgesammelt? Wie, wenn sie morgen wieder da sind? Da kann ich ja nichts dafür. Mensch. So, zurück zu Mika. Ja genau, da müssen wir dann auf nach Jorvik zurück.
Zoo. Genau. Rot. Sehr schön. Sind doch schon langsam Farbe. So, aber jetzt gehen wir zurück. Oh. Oh. Oh mein Gott, ich liebe diese Musik. Die war gestern im Trailer schon so nice. Okay. Wir müssen also die Noten hinterher reiten. Da ist sie ja. Oh, sie sieht so gut aus. Also Katja ist eigentlich mein Lieblings-Soul Rider. Und ich finde, sie haben sie auch richtig gut umgeändert. Also ihren Style, weil sie sieht halt immer noch aus wie früher, aber halt besser. Ach je, sieh mal an, wer da ist, um mir das Leben noch schwerer zu machen. Ich heiße Katja, aber für dich werde ich der schlimmste Albtraum sein und jetzt bringen wir es hinter uns. Oh, du bist es bloß. Wie enttäuschend. Warum drehst du dich nicht einfach um und verschwindest in deinen heile Weltstall? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich möchte in Frieden meine Geige spielen. In dem Frieden, den einem nur die Einsamkeit geben kann. Vielleicht könntest du ja woanders spielen. Interessant. Und ich dachte, Jobbik wäre so ein gastfreundlicher Ort. Ach was, plötzlich magst du uns und Jobbik. Ach, nein, sicher nicht. Aber du kannst mich nicht zwingen zu gehen. Ist ja nicht so, als würde ich den Leuten etwas Schlimmes antun. Tue ich nicht. Im Moment. Du lässt es schneien. Mitten im Sommer. Habe ich gut hingekriegt, was? Kaltes Wetter, wie es zu meinem kalten Herzen passt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich glücklich macht, die Spaßverderberin zu sein. Was ist am Glücklichsein schon so toll, aber ich fühle mich dadurch, naja, erfüllt? Zufrieden mit mir selbst? Ja, ich glaube, das ist es. Hast du die Farben aus dem Wolkenreich gestohlen? Wovon redest du? Was soll ich denn mit den Farben? Ich bevorzuge die kühle nordische Palette neutraler Grautöne. Und im Ernst, Wolkenreich, mich widert schon dieser gefühlsdusselige Name an. Da kreuze ich ganz sicher nicht auf. Du warst es also nicht? Nein, ich war das nicht. Aber es überrascht mich nicht, dass ich verdächtigt werde. Tu nicht so, als würdest du mich kennen, Wilde. Alles, was ich berühre, wird kalt, grau, stirbt sogar, ob ich es will oder nicht. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Ich fühle mich mächtig, überlegen, angstentflößend. Solange ich denken kann, haben mich die Leute als Fluch betrachtet. Das macht was mit einem. Egal, ich bin weg. Warte mal, Katja, bring das Wetter wieder in Ordnung. Bring du das Wetter wieder in Ordnung. Wenn du deinen geliebten Sonnenschein wiederhaben willst, dann los, versuch meine Eiskristalle zu zerstören. Zerstöre die Eiskristalle am Boden. Ah ja, okay. Ja, aber so schlimm finde ich das gar nicht. Es schneit endlich mal wieder. Hatte schon ewig nicht mehr. Seitdem sie den Schnee rausgenommen haben. So, drei Stück noch. Hä? Ach Leute, der ist einfach verschwunden. Okay. Pferd? okay. So, vorletzter Eiskristall. Und der letzte ist da hinten. Bitte verschwinde nicht, bevor ich da bin. Wäre sehr nett. Der Lache ist ja auch richtig creepy, ey. Okay, du gewinnst. Dieses eine Mal. Und das war mich dann auch schon genug Geselligkeit. Viel Spaß beim Lösen deiner unbedeutenden Problemchen. Ich bin weg. Oh.
Ich habe ein Regenbogenfragment für Mika. Ja, aber erst will ich ein Foto, bitte. Ich muss jetzt ein Foto mit Katja machen. Die ist einfach so super. So. Mein Gott, unsere Figur sieht so scheiße aus daneben, ey. Aber gut, ich hätte gerne Nacht. Oder ein bisschen Nacht zumindest, weil ich finde es fast besser. Ja, das ist schön. Gut, tschüss Katja. Danke für nichts. Okay, jetzt sind wir wieder hoch ins Wolkenreich. Okay. War dieses Lied von mir ist echt richtig gut gemacht. So. Ja, möchte ich. Du hast ein Regenbogenfragment gefunden. Ja, aber welches? Rosa? Pink? Hallo? Was? Aber das habe ich ja schon gemacht, oder nicht? Ja, was muss ich hier machen? Stopp. Mit 0 von 7. Okay. Okay, dann gucken wir mal kurz in den Shop. Das ist doch der Shop, richtig? Ah, ja, okay. Ja, das kann ich bei meinem wieder nicht. Ja, es. Oh ja, klar, dass es auf meinem Feld wieder nicht funktioniert. Ja, das hätte ich nicht so. Das ist schön. Aber es ist halt alles schon wieder so teuer. Und das hier oben ist das Neue. Ja gut. Aber noch nicht alle Farben. Ja, ich finde es ja wieder schade, dass es wieder nur die neuen Pferde tragen kann. Weiß ich noch nicht, ob ich mir da was kaufe. Das überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Haben wir jetzt noch eine Wolke vergessen? Weil sie was von Wolken und Weinen gesagt hat? Ja, mit der haben wir schon geredet. Was da hinten? Haben wir vielleicht irgendwo ein Wölkchen verpasst? Oder geht es vielleicht dann auch erst nächste Woche, dass man da die restlichen Farben bekommt? Das weiß ich jetzt gar nicht. So genau habe ich mir die News dann noch nicht durchgelesen. Hier haben wir vorhin schon die Hufeisen gesammelt, aber mehr haben wir hier dann auch nicht bekommen, außer das eine Fragment. Ich geh jetzt mal hier rein, da waren wir glaube ich noch nicht drin. Wo gehen wir denn jetzt hin? Auch einfach wieder den Anfang. Na gut, okay. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was wir dann hier jetzt noch machen sollten. Deswegen würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich nächsten Mittwoch wieder. Oder wenn ich doch noch diese letzten Regenbogenkristalle finde, dann schneide ich den hinten dran. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
So, ich melde mich noch doch noch mal kurz. Ich habe nämlich total vergessen, dass ja dieses Regenbogen-Ding jetzt gibt. Das war ja, glaube ich, damals mit dem Fortuna oder so dabei. Ich weiß nicht mehr genau. Deswegen machen wir das jetzt. Hier ist kein Gold. Okay. Oh, gut. Da vorne ist noch was. Und das kann man ja dann wieder bei diesem grünen Kobold abgeben, soweit ich weiß. Wo ist hier Gold? Hier ist auch kein Gold. Mann. Wo ist das Gold? Ah ja, da ist er ja, der kleine Mann. Was bekommt man da? Tausche Goldmünzen gegen eine geheimnisvolle Belohnung ein. Regenbogengold, 7 Stück, okay. Regenbogenjagd. Hey du da, ich habe ein winzig kleines Problemchen. Ich habe mein Gold leider etwas zu gut versteckt. Hilfst du mir es wiederzufinden, dann habe ich auch eine hübsche Belohnung für dich. Geh und durchsuch die Haufen nach Gold. Wenn du mir das Gold bringst, tausche ich es gegen ein viel besseres Geschenk. Ich schwöre es. Okay. Ah, okay, okay, okay. Der ändert ja alle 30 Minuten seinen Standort oder sowas. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe in den News. Hier ist kein Gold. Okay, ja. Ah ja, klar. So jetzt. Ja, komm. Lass mich bitte absteigen. Vielen Dank. Ist hier Gold? Hier ist kein Gold. Okay. Hier brauche ich 4 Stück. So. Ist hier Gold? Ja, ich habe Gold gefunden. Wie viel? Hallo? Wo ist es jetzt hin? Ja, warum ist das nicht in meiner Tasche? Okay, ich sehe schon alles sehr verwirrend hier. Ich habe Gold gefunden. Das aber irgendwie nicht in mein Inventar kommt. Okay. Ich hoffe, ich nehme das dann trotzdem. Muss ich das dann bei dem abgeben oder irgendwie sowas? Okay. Kein Gold, okay. Huch. Hallo. Dann gehen wir mal nach hier oben. Hier ist auch kein Gold. Da oben ist noch eins. Oder hat sich jemand schon das Set reingegönnt? Ja, Gold. Dann müssten es bei 3 Gold sein, wenn ich hier richtig liege. Wenn ich zählen kann. Das ist nicht meine Stärke. Ah, hier. Hier ist kein Gold. Ja, dann denke ich, man muss wirklich einfach diese 4 Gold finden und dann zu ihm zurückgehen. Ich habe Gold gefunden. Und das letzte noch. Da dürfte dann eigentlich jetzt kein Gold drin sein. Weil 4 Gold waren es ja, glaube ich. Ah, doch nicht. Okay. Gut. Dann gehen wir mal zurück. Wie heißt der liebe Mann nochmal? Nur einfach nur Kobold, okay. Ciao. Okay. Oh, danke. Oh, 4 Stück habe ich bekommen. Okay. Wie viel brauchen wir nochmal? 7, okay. Es
gibt mit Sicherheit jemanden, der dies gegen ein schönes Geschenk tauschen wollen würde. Ja, das stimmt. Oh ja, okay. Der steht dann wahrscheinlich immer am Ende vom Regenbogen. Ja, ich mache dann wahrscheinlich nochmal ein Video, wenn ich alles gesammelt habe und dann mir diese Kisten holen kann. Ja, und dann sage ich nochmal, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!